Im August 1099 kommen einige Reisende aus Jerusalem in Bagdad an. Die Stadt ist nicht mehr Zentrum eines arabischen Weltreichs wie unter den ersten Kalifen. Seldschukische Türken haben die Macht übernommen. Die arabische Aristokratie stellt nur noch den machtlosen Kalifen. Die türkischen Herren bekämpfen einander und Bagdad liegt zur Hälfte in Trümmern. Die Reisenden aus Jerusalem sprechen am 19. August beim Kalifen vor. Sie haben die Eroberung Jerusalems durch christliche Kreuzritter überlebt und berichten von einem Massaker an der Bevölkerung. Der junge, kunstsinnige Abbasiden-Kalif ist berührt, aber machtlos. Der arabische Chronist Ibn al-Atr notiert: In der Kanzlei des Kalifen gaben sie einen Bericht. Sie waren in Tränen und rührten zu Tränen, als sie erzählten, was die Muslime in der heiligen Stadt Jerusalem erlitten hatten. Die Männer getötet, die Frauen und Kinder gefangen, aller Habe beraubt. Die Vernichtung der Bevölkerung Jerusalems bestätigen auch christliche Augenzeugen, zum Teil mit Entsetzen. Und ein arabischer Dichter fügt der Klage eine Drohung an. Wir haben Blut in die strömenden Tränen gemischt. Uns ist kein Raum für Mitleid geblieben. Zwei Jahre vorher hatten sich vor Konstantinopel Zehntausende von Kreuzfahrern versammelt. Sie waren einem Aufruf des Papstes Urban II. Gefolgt, den Christen des Byzantinischen Reichs gegen die Türken beizustehen. Bisher hat die Hilfsaktion den griechisch-orthodoxen Christen eher Schaden zugefügt. Die Kreuzfahrer hatten geplündert und versucht, Konstantinopel im Sturm zu nehmen. Allerdings vergeblich. Der Kreuzzug besteht aus drei Hauptarmeen. Graf Raymond von Toulouse führt die Südfranzosen. Adhémar von Lepuy ist der Legat des Papstes. Der Kreuzzug war als Unternehmung der Kirche geplant. Gottfried von Bouillon führt Rheinländer und Niederlothringer an. Ihr oberster Lehnsherr ist der deutsche Kaiser. Bohemund führt die süditalienischen Normannen. Sie hatten vorher gegen das Byzantinische Reich Krieg geführt. Nachdem die Kämpfe eingestellt sind, empfängt Kaiser Alexios die Führer des Kreuzzuges in seinem Palast in Konstantinopel. Da er ihnen misstraut, lässt er sie Treu- oder Lehnseide schwören. Alle verpflichten sich, die den Türken entrissenen Gebiete dem Byzantinischen Reich zurückzugeben. Der Kaiser zahlt an die Kreuzritter erhebliche Geldbeträge. Dafür sollen sie sich nun dem offiziellen Zweck der Reise zuwenden, der Bekämpfung der seldschukischen Türken. Zehntausende waren dem Aufruf zum Kreuzzug gefolgt. Feudalherren mit ihren Ehefrauen, landlose Ritter, Handwerker, Bauern, Kleriker, Diebe und Dirnen. Ihre Motive waren vielschichtig. Allen, die nicht aus Habsucht am Kreuzzug teilnahmen, war die Vergebung der Sünden versprochen worden. Der himmlische Lohn war natürlich für alle Gläubigen sehr verlockend. Feudalherren hatten aber auch die standesgemäße Gewohnheit, sich neue Gebiete anzueignen. Dieser Hang zur Mehrung ihrer Habe war nicht die einzige Sorge des byzantinischen Kaisers. Beim Aufruf zum Kreuzzug hatte Urban II. Seine Zuhörer aufgefordert, die Türken anzugreifen. Verjagt dieses nichtswürdige Volk von unseren Gebieten. Diese Gebiete in Kleinasien gehörten vor der Besetzung durch die Türken zum Byzantinischen Reich. Die Reformpäpste sahen sich aber als geistige und weltliche Herren über alle Christen und ihre Länder. Der Aufruf zum Kreuzzug bestätigte diesen Anspruch. Der Legat des Papstes machte in Konstantinopel aber keine Anstalten, den Anspruch der Kirche mit Hilfe der Kreuzfahrer durchzusetzen. Kaiser Alexios ist erleichtert, als die Feudalherren mit der byzantinischen Flotte nach Kleinasien aufbrechen. Kleinasien hatte Byzanz etwa 25 Jahre vorher an die seldschukischen Türken verloren. Nur der Küstenstreifen ist noch in byzantinischer Hand.
Nach der Landung ziehen die einzelnen Kreuzarmeen in Richtung der Stadt Nikäa. Als erster erreicht Gottfried von Bouillon mit seinen Lothringern und Rheinländern die Stadt Nikäa. Nachdem die anderen Heeresteile und ein byzantinisches Kontingent eingetroffen sind, wird die Stadt eingeschlossen. Die türkische Garnison verteidigt sich erbittert, denn Nikäa ist die Hauptstadt des Seldschuken-Sultans Kılıç Arslan. Den Kreuzfahrern wird bewusst, dass die Vertreibung der Türken kein ritterliches Kampfspiel ist. In der Stadt lebten vor allem orthodoxe Christen unter türkischer Oberhoheit. Sie hatten einige Monate vorher beobachten müssen, wie Kreuzfahrer christliche Bauern vor der Stadt brandschatzten. Die Garnison in Nikäa kämpft ohne ihren Sultan. Kılıç Arslan unterschätzt die Kreuzritter und führt im Süden Krieg gegen seine türkischen Rivalen. Als der Sultan von der Belagerung hört, eilt er mit seinen Truppen nach Nikäa. Aber die leichte Kavallerie der Türken kann sich gegen die schwer gepanzerten Kreuzritter nicht durchsetzen. Beide Seiten beklagen viele Tote und Verletzte. Der Sultan räumt das Feld. In der Stadt hinterlässt er den Staatsschatz und seine Familie. Die nomadische Herkunft erleichtert seinen Entschluss. Der seldschukische Staat besteht auch ohne Schatz und Städte, unterwegs in den Weiten Anatoliens. Die türkische Garnison wird zum Objekt psychologischer Kriegsführung. Ein Augenzeuge, der Autor der Gesta Francorum, beschreibt, was mit den versprengten Türken geschah. Wie sie die Berge herunterkamen, wurden sie von unseren Männern enthauptet. Sie warfen die Köpfe der Erschlagenen mit Schleudern in die Stadt, um Schrecken unter der türkischen Garnison zu verbreiten. Die Garnison ist durch ihre frühere Begegnung mit Kreuzfahrern abgestumpft und bleibt standhaft. Auch die christliche Bevölkerung kann sich ausmalen, was bei einer Plünderung auf sie zukommt. Die Türken verhandeln heimlich mit dem byzantinischen Kaiser. Ihm würden sie die Stadt übergeben. Die Belagerten werden über einen See weiter mit Nachschub versorgt. Die Belagerung zieht sich hin. Das byzantinische Kontingent verfügt über Belagerungsmaschinen, die aber gegen die byzantinischen Mauern wenig ausrichten. Die Kreuzritter erlernten sehr schnell die hochentwickelten Belagerungstechniken des Orients. Raymond von Toulouse und der päpstliche Legat Adhémar lassen einen Turm untergraben, der am Abend tatsächlich einstürzt. Der Autor der Gesta: Es war schon dunkel und unsere Leute konnten nicht mehr mit den Verteidigern kämpfen. In der Nacht standen die Türken hastig auf und bauten die Mauern wieder auf, sodass sie dort unüberwindlich war. Als eine kleine byzantinische Flotte eintrifft, ergibt sich die türkische Garnison den kaiserlichen Truppen. Alexios hatte diesen Plan von Anfang an verfolgt. Er wollte eine Brandschatzung der christlichen Bevölkerung verhindern. Die Byzantiner nehmen die türkische Garnison gefangen und besetzen die Mauern. Als die Kreuzfahrer zum Sturmangriff ansetzen, flattern auf den Türmen die byzantinischen Standarten. Der Chronist Raymond d'Aguillé beklagt die entgangene Beute, die der Kaiser versprochen habe. Nach Fulcher von Chartres entschädigt der Kaiser allerdings die Fürsten durch reiche Geschenke, die niederen Ränge durch Kupfermünzen. Die Kreuzfahrer vor der Stadt müssen die neue Sachlage akzeptieren.
Sie hatten ja geschworen, keinen byzantinischen Besitz an sich zu nehmen. Aber wenigstens besichtigen wollten sie die Stadt. Die Tochter des Kaisers, Anna Komnena, notiert: Sie verlangten vom neuen Statthalter Zutritt zur Stadt, um in den Kirchen beten zu können. Der Beamte kannte ihre Art und ließ sie nicht zusammen, sondern nur in Gruppen zu 10 die Stadt betreten. Die Frommen unter den Kreuzfahrern werden die damals berühmte orthodoxe Sophienkirche besichtigt haben. Die griechischen und römischen Christen verachteten einander. Anna Komnena nennt die Lateiner verächtlich Kelten oder Barbaren. Die Lateiner halten die Byzantiner für verlogen und feige. Raymond schreibt: Nachdem Alexios im Besitz Nikeas war, handelte er so undankbar, dass er als Verräter geschmäht werden wird, solange er lebt. Eine Woche nach dem Fall Nikeas zieht das Heer weiter. Nach dem Auto der Gesta sind die Kreuzfahrer wohl versorgt. Nachdem sich die Stadt ergeben hatte, befahl der Kaiser, reichlich Almosen an die armen Pilger zu verteilen. Einen Tag, nachdem wir die Stadt verlassen hatten, kamen wir an eine Brücke. Dort blieben wir 2 Tage lang. Die Kreuzfahrer benutzten byzantinische Straßen. Geführt wurden sie durch ein kaiserliches Truppenkontingent unter dem Feldherrn Tatikios. Es hätte nach Anna Komnena die Aufgabe, den Kreuzfahrern in allen Fällen zu helfen und sie gegen Gefahren zu schützen und die Städte in Besitz zu nehmen, die erobert werden würden, wenn Gott es gefällt. 2 Tage lang erholten sich die Kreuzfahrer. Der Weg, der vor ihnen lag, war gefährlich und mühsam. Im Juni erreichen die Normannen unter Bohemund die verlassene Stadt Dorylaion. Die Kreuzfahrer mieten die Stadt. Der Trupp Bohemunds lagerte in einem nahegelegenen Tal. Kaum ist das Lager errichtet, da greifen überlegene Kavalleriekräfte des Sultans Arslan an. Die Lage ist hoffnungslos. Der Chronist Fulcher von Chartres: Die Luft erzitterte von den Schreien, die von unseren Männern, Frauen und Kindern ausgestoßen wurden, und von den Heiden, die über uns herfielen. Schon verloren wir alle Hoffnung, unser Leben noch zu retten, wurden uns bewusst, alle Sünder zu sein, und erflehten demütig das göttliche Mitleid. Bohemund hat, auf die Kraft der irdischen Waffen setzend, einen Boten an die Kreuzzugsführer geschickt. Vor der völligen Niederlage der Normannen treffen die Lothringer und Franzosen ein. Es entwickelt sich eine regelrechte Schlacht. Die Kämpfe ziehen sich über mehrere Stunden hin. Die schwere Kavallerie der Christen entscheidet die Schlacht. Die Türken fliehen und müssen sogar ihr Lager zurücklassen. 3000 Türken sind nach Albert von Aachen gefallen. In dieser Schlacht haben beide Seiten Respekt voreinander entwickelt. Die türkische Kavallerie war auch mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Der Chronist Wilhelm von Tyros: Beim Angriff schossen die Türken so viele Pfeile, dass weder Regen noch Hagel den Himmel mehr verdunkelt hätten. So wurden viele der unseren durchbohrt. Diese Kampfmethode war unseren Streitern völlig unbekannt. Einem Sturmangriff der schwer gepanzerten christlichen Kavallerie waren die türkischen Reiter in der Regel nicht gewachsen. Klitsch Arslan zieht sich entmutigt ins Hinterland zurück. Nach 2 Tagen Rast zieht das Kreuzheer weiter. Das Frohlocken über den Sieg der christlichen Waffen und die Beute im Lager der Türken hält nicht lange an. Der Autor der Gesta beschreibt den Weitermarsch durch gebirgiges Gelände: Wir verfolgten die Türken durch ein Gebiet, das wüst, wasserlos und unbewohnbar war. Wir kamen knapp mit dem Leben davon, denn wir litten sehr unter Hunger und Durst. Wir verloren fast alle Pferde, sodass viele Ritter als Fußsoldaten weiterziehen mussten.
In unserer Not waren wir gezwungen, Ochsen als Schlachtrosse zu benutzen und Geißen, Schafe und Hunde als Tragetiere. Nun wird endgültig klar, dass der Kreuzzug auch für ritterliche Herren und die sie begleitenden Damen alles andere als ein galantes Abenteuer ist. Albert von Aachen. Während eines Samstages war der Mangel an Wasser sehr groß geworden, weshalb, wie Augenzeugen erzählen, ungefähr 500 Pilger beiderlei Geschlechts ihre Seele aushauchten, erdrückt von der Angst des Verdurstens. Da waren viele schwangere Frauen, denen die Kehle heiß und die Eingeweide ausgetrocknet waren und die jetzt auf freiem Feld gebaren und die Leibesfrucht einfach liegen ließen. Andere der Armen wälzten sich neben den Neugeborenen mitten auf der Straße und entblößten in ihrer schlimmen Not des Durstes schamvergessen ihre geheimen Körperteile. Doch schließlich erblickten sie die fruchtbare Hochebene im Inneren Anatoliens. Der Chronist der Gesta: Wir kamen endlich in ein fruchtbares Land, gefüllt mit guten und wohlschmeckenden Speisen und vielen Vorräten. Die Brunnen an der Straße nach Konya sind Jahrhunderte alt und werden noch immer benutzt. Das Byzantinische Reich hatte die Straßenbrunnen unterhalten, doch nun waren viele Brunnenlöcher eingestürzt. Zudem war in Anwendung gebracht worden, was später die Taktik der verbrannten Erde genannt wurde. Der Autor der Gesta: Die Türken zerstörten auf der Flucht alles, was für uns nützlich und hilfreich gewesen wäre. Häufig wurden die Brunnen einfach mit Tierkadavern vergiftet. Nach der Besetzung Kleinasiens durch die seldschukischen Türken lagen weite Gebiete brach. So leiden sie weiter an Hunger und Durst in einem fruchtbaren Land. Erst in Ikonion, dem heutigen Konya, verbesserte sich ihre Lage. Die Umgebung von Konya ist reich an Quellen und Flüssen. Hier konnten sich die Kreuzfahrer von den Strapazen ihrer Reise erholen. Über die Stadt selbst wird von den Chronisten nichts gesagt. Vermutlich hatten die Türken sie aufgegeben. Ikonion sollte nie mehr dauerhaft von Christen zurückerobert werden. Nach dem Durchzug der Kreuzfahrer wird es wieder von den Türken besetzt. Nach dem Durchzug des Kreuzheeres machte Sultan Klitsch Arslan Ikonion zur Hauptstadt seines Reiches. Als diese Miniatur entstand, gab es noch Bauwerke aus dieser Epoche. Sie haben die Zeitläufte nicht überstanden. Aber im Karatay-Museum in Konya erhalten die Seldschuken Gestalt und Gesicht. Diese Kacheln stammen aus dem 13. Jahrhundert. Anna Komnena und die Lateiner nennen die Türken Barbaren. Das ist Propaganda. Die türkischen Nomadenstämme aus dem Zentrum Eurasiens hatten schon 100 Jahre vorher den Islam angenommen. Die persisch-arabische Kultur hatte sie ebenso beeinflusst wie die römische Kultur und das Christentum die Germanen. Auf Kriegszügen waren sie gekommen. Als Staatengründer blieben sie. Papst Urban II. Soll in seinem Aufruf zum Kreuzzug gesagt haben: Die Türken haben die Gotteshäuser bis auf die Fundamente zerstört oder benutzen sie für ihren Kult. Die Grabeskirche ist in den Händen der Unreinen. Sie haben die heiligen Stätten entehrt und besudelt. Das war ein Gerücht und es war Propaganda. Diese christliche Miniatur zeigt zwei muslimische Ritter, die ihre Notdurft vor einem christlichen Altar verrichten. Der Feind wird zum Feind an sich.
Er hat nichts mehr Menschliches an sich. Solche Techniken der Propaganda und Volksverhetzung mussten bis heute nicht mehr wesentlich verfeinert werden. Nachdem sich die Kreuzfahrer bei Ikonion erholt haben, ziehen sie Mitte August 1097 weiter. Der Autor der Gesta. Die Hauptarmee, die von Raymond, dem hervorragenden Bohemund, Gottfried und anderen geführt wurde, kam nun auf armenisches Gebiet. Sie dursteten und fieberten nach dem Blut der Türken. Die Türken sind aus Kaisarea geflohen. Die armenischen Christen sehen in den Kreuzfahrern ihre Befreier, öffnen die Tore und versorgen sie. Bisher hatten die Kreuzfahrer die Städte an den byzantinischen General zurückgegeben. In Herakleia verlässt ein Trupp unter Gottfrieds Bruder Balduin das Heer, um Eroberungen zu machen. Ein normannisches Aufgebot unter Tancred will nicht zurückstehen und zieht gleichfalls los. Ihr Ziel sind die reichen Städte im Süden. Die Normannen sind zuerst in der Stadt und Tancred wird von den christlichen Bewohnern zum Regenten erhoben. Da taucht Balduin mit überlegenen Kräften auf, zwingt Tancred zum Abzug und nimmt die Stadt selbst in Besitz. Als kurz darauf eine normannische Nachhut erscheint, lässt Balduin die Stadttore schließen. In der Nacht machen die Türken 300 Normannen vor der Stadt nieder. Balduin wird für ihren Tod verantwortlich gemacht. Die Stimmung ist gereizt. Balduin bleibt in Tarsus. Der enteignete Tancred zieht weiter nach Adana. In Adana streiten sich armenische und türkische Truppen um die Stadt. Auch Kreuzfahrer mischen schon mit. Ein burgundischer Adliger namens Welf hat die Zitadelle besetzt. Als Tancred auftaucht, ziehen die Türken ab. Welf nimmt die Stadt in Besitz und Tancred hat erneut das Nachsehen. Tancred zieht weiter nach Mamistra. Balduin, der auch schon wieder unterwegs ist, folgt ihm. Vor Mamistra greift Tancred erfolglos das Aufgebot Balduins an, um die toten Normannen von Tarsus zu rächen. Die Gefolgschaft ist auf beiden Seiten über den innerchristlichen Krieg aufgebracht und zwingt die Kontrahenten, sich zu versöhnen. In den besetzten Städten bleiben Besatzungen. Die anderen begeben sich zum Hauptheer zurück. Auch der Südosten Kleinasiens war vor der Besetzung durch die Türken byzantinisch. Nun akzeptieren einige armenische Städte Kreuzritter als neue Feudalherren. Den Weitermarsch des Hauptheeres beschreibt der Autor der Gesta. Dann kamen wir durch ein hohes Gebirge. Auf dem engen Pfad stürzten die Pferde in den Abgrund und ein Lasttier zog das andere mit hinab. Die Ritter standen ohne Pferd verzweifelt da, schlugen sich vor die Stirn und wussten nichts mit sich und ihrer Rüstung anzufangen. Sie boten ihre Schilde und guten Panzerhemden für ein paar Denare zum Kauf an. Waffen, die sie nicht verkaufen konnten, warfen sie für nichts weg und gingen zu Fuß weiter. In Marasch wird das Heer von den Armeniern vor der Stadt versorgt. Von hier aus bricht Balduin mit ein paar hundert Rittern nach Osten auf. Jerusalem liegt eigentlich im Süden. Anfang Februar kommt Balduin mit nur 8 Rittern in Edessa an. Die anderen waren als Besatzung in eroberten Burgen zurückgeblieben. Edessa ist in der Hand armenischer Christen. Der Regent ist Toros, formal ein byzantinischer Beamter. Balduin wird begeistert empfangen. Toros nimmt ihn an Sohnes statt an und setzt ihn als Mitregenten ein. Balduin ist ein gemachter Mann. Die armenischen Christen hatten ihre eigene Kirche. Die byzantinischen Statthalter und den orthodoxen Klerus hatten sie als fremde Herren empfunden. Im März erheben sich die Armenier gegen Toros und bringen ihn um. Ob Balduin an dem Aufstand beteiligt war, ist unsicher. Er ist jedenfalls der Nutznießer und ernennt sich zum Grafen von Edessa. Der erste Kreuzfahrerstaat sollte etwa ein halbes Jahrhundert lang bestehen.
Die lateinischen Ritter lassen Burgen ausbauen und schützen die Armenier gegen türkische Angriffe. Sehr schnell übernehmen sie aber auch die Verwaltung und werden Landbesitzer. Nun treiben nicht mehr byzantinische Beamte die Steuern ein, sondern lateinische Feudalherren. Ein erneuter Aufstand der Armenier wird blutig niedergeschlagen. Armenische Quellen beklagen die Härte und Habgier der neuen Machthaber. Die armenischen Christen hatten sich ihre Befreiung anders vorgestellt. Anfänglich hatten die Kreuzfahrer die eroberten Gebiete an Byzanz zurückgegeben und damit ihren Eid erfüllt. Nun eignen sich die Feudalherren neue Gebiete an, so wie sie es von zu Hause gewöhnt waren. Das Hauptheer zieht von Marasch nach Süden in Richtung Jerusalem, dem eigentlichen Ziel der Kreuzfahrer. Ende Oktober erreicht das Heer Antiochia und beginnt mit der Belagerung. Die Stadt ist stark befestigt, die türkische Garnison verteidigt sich erbittert. So ist weder dem christlichen Gebet noch den christlichen Waffen Erfolg beschieden. Die Chronisten beklagen mangelnde Frömmigkeit und Keuschheit und den ständigen Streit unter den Feudalherren. Bohemund erhebt wiederholt Besitzansprüche auf Antiochia, die anderen lehnen das ab. Das Kreuzheer bleibt monatelang vor der Stadt liegen. Antiochia, das erste Bistum der Christenheit, im Römischen Reich die drittgrößte Stadt, konnte noch immer Begehrlichkeit erwecken. Byzanz hatte die Stadt erst vor wenigen Jahren verloren. Die türkische Verwaltung in der christlichen Stadt war tolerant. Der Regent Yahya Siyans hatte die Kirchen nicht angetastet. Als die Kreuzfahrer anrückten, beschlagnahmen die Türken die Kirchen und verhaften den Patriarchen. Die christlichen Männer müssen die Stadt verlassen. Die römisch-byzantinischen Mauern Antiochias wurden von 400 Türmen gesichert und galten als unüberwindlich. Die Türken hatten die Stadt 13 Jahre vorher nur durch Verrat erobern können. Von den Mauern sind nur noch Reste erhalten. Ein Sturmangriff erscheint den Kreuzfahrern aussichtslos. Bohemund ist auch dagegen, da er nicht Herr über eine ausgeplünderte Stadt werden will. Es entwickelt sich ein Belagerungskrieg. Bei zahlreichen Ausfällen der türkischen Garnison erleiden beide Seiten Verluste. An der Mauer wird der Kampf mit Katapulten und Pfeil und Bogen ausgetragen. Die Belagerten leben besser als die Belagerer. Der türkische Regent hatte Lebensmitteldepots angelegt. Im Lager der Kreuzfahrer steigen die Lebensmittelpreise, nachdem die nähere Umgebung ausgeplündert ist. Mehrere große Beutezüge in Richtung Syrien enden erfolglos und verlustreich. Die Kreuzfahrer beginnen zu hungern. Um den Transport von Nahrungsmitteln in die Stadt zu unterbinden, bauen die Kreuzfahrer Holzburgen. Nun wird die Situation für die Belagerten bedrohlich. Yahya Siyan braucht den Beistand seiner türkischen Nachbarn. Yahya Siyans Oberherr war Ridwan, der Regent des benachbarten Aleppo. Aber hier war keine Hilfe zu erwarten. Ridwan von Aleppo führte Krieg gegen Antiochia, weil Yahya Siyans rebelliert hatte. Die türkischen Dynastien waren nach dem Zerfall des Großtürkischen Reiches zerstritten. In Aleppo brauchte Yahya Siyans gar nicht erst anzufragen. Südlich von Aleppo residierte Dekak in Damaskus. Auch Damaskus war mit Aleppo verfeindet. Daher war Dekak der Verbündete von Antiochia und hatte auch einen Entsatzheer in Marsch gesetzt. Die Truppen aus Damaskus waren aber von einem Kreuzfahrerheer abgefangen und geschlagen worden. So wartet der Regent von Antiochia vergeblich auf den Beistand seiner Glaubensbrüder.
Von der muslimischen Großmacht Ägypten war keinerlei Beistand zu erwarten. Im Gegenteil, Kairo war mit allen türkischen Fraktionen verfeindet. Im Jahr 996 war Ägypten von den schiitischen Fatimiden erobert worden. In Kairo hatten sie einen eigenen Kalifen eingesetzt. Die Fatimiden waren die Todfeinde der islamischen Orthodoxie, der die Türken angehörten. Die Ägypter waren auch die richtige Adresse für die Kreuzfahrer. Jerusalem stand unter ihrer Verwaltung. Jerusalem gehörte zum Reich der Fatimiden, bis es im Jahr 1071 den Türken gelang, die Stadt an sich zu reißen. Die türkische Herrschaft über Jerusalem währte aber nur kurz. Als die Kreuzfahrer die Türken im Norden bedrängten, eroberten die Fatimiden Jerusalem zurück. Die belagerten Türken in Antiochia warten also vergeblich auf Beistand. Dafür stellte sich im Lager der Kreuzfahrer eine Delegation aus Kairo ein. Sie bot den Christen Jerusalem an. Albert von Aachen zitiert die Botschaft des ägyptischen Herrschers. Bündnis und Freundschaft will ich mit euch schließen. Dem Christenvolk will ich die heilige Stadt, den Turm Davids und den Berg Zion zurückgeben. Die Kreuzfahrer vertrauten lieber ihren Waffen und zögerten die Verhandlungen hinaus. Sie sahen sich als die Soldaten Christi und nicht als seine Diplomaten. Der Kampf um Antiochia war für beide Seiten verlustreich. Der Autor der Gesta: Die Türken begruben ihre Toten in ihren Kleidern, mit ihrem Geld und ihren Waffen vor der Stadt. Als unsere Leute das bemerkten, zogen sie die Toten wieder aus ihren Gräbern. Die Köpfe schnitten sie ab und brachten sie zu unseren Zelten, sodass sie die Anzahl genau zählen konnten. Die Umgebung von Antiochia ist längst ausgeplündert. Auf den Märkten steigen die Preise für Lebensmittel. Der Autor der Gesta: Die Last eines Esels kostete 120 Denare. Viele unserer Leute starben, weil sie keine Mittel hatten, um so hohe Preise zu bezahlen. Albert von Aachen notiert: Es begann bei dem niederen Volk ein ganz unglaubliches Sterben. Ein kleines Stück Brot kostete den Notleidenden jetzt 2 Soldi. Dafür konnte man noch kurz vorher ein Fünftel Rind kaufen. Der Markt war wenig brüderlich und barmherzig. Inzwischen war doch Hilfe für die Belagerten unterwegs. Ein türkisches Entsatzheer erreicht Ende Mai Edessa, den ersten Kreuzfahrerstaat. Kerbora, der Emir von Mossul und einige seiner Nachbarregenten hatten nun doch die Kreuzfahrer als gemeinsame Gefahr erkannt. Sie wollen eine Eroberung Antiochias verhindern. Das Heer der verbündeten Muslims belagert zunächst Edessa, aber Balduin und seine Ritter können die Stadt halten. Der Weitermarsch der Muslims verzögert sich. Die Verteidiger von Edessa haben so wahrscheinlich das Kreuzfahrerheer vor Antiochia gerettet. Kerbora zieht weiter nach Antiochia. Er hofft, dort einzutreffen, bevor die Christen die Stadt erobert haben. Die Kreuzfahrer vor Antiochia wissen von der heranziehenden Bedrohung. Im Rat der Anführer nutzt Bohemund diese Situation aus. Er verlangt die Herrschaft über Antiochia, wenn ihm die Einnahme der Stadt gelingen sollte. Raymond von Toulouse lehnt ab. Er ist offenbar der Ansicht, die Stadt sollte entweder dem byzantinischen Kaiser oder der Kirche gehören. Die anderen sprechen Bohemund zähneknirschend die Stadt zu. Sie fühlen sich natürlich um ihren Anteil betrogen. Bohemund hatte den Kommandanten eines Wachturms namens Firuz zum Verrat überredet. Am 3. Juni ist es soweit. Vor Morgengrauen erfolgt der Angriff bei dem Turm, den Firuz beaufsichtigt. Der Autor der Gesta: Eine erstaunliche Anzahl von Männern kletterte hoch und eilte zu den anderen Türmen. Wen sie auch antrafen, machten sie nieder. Inzwischen brach die Leiter, auf der die Männer hochkletterten. Und wir stürzten in tiefe Verzweiflung. Schließlich gelingt es einigen Kreuzfahrern doch noch, ein Tor zu öffnen. Das Heer kann in die Stadt eindringen. Die Türken können nur die Zitadelle halten. Yahya Siyans flieht und wird von Einheimischen getötet. Die Kreuzfahrer eignen sich die Stadt an.
Der Augenzeuge Raymond d'Aguillé. Beim Eindringen in die Stadt töteten die Kreuzfahrer alle, die sie antrafen. Bei Tagesanbruch stießen sie ein so schreckliches Geschrei aus, dass die ganze Stadt in Verwirrung gebracht wurde und Frauen und Kinder weinten. Albert von Aachen berichtet: Durch die Häuser, über die Plätze und Gassen der Stadt verfolgen sie die einzeln herumirrenden Türken und machen sie mit dem Schwert nieder. Kein Alter und Geschlecht der Heiden wird geschont, bis die Erde mit dem Blut und den Leichen der Erschlagenen bedeckt ist. Darunter mischen sich auch die Leichen erschlagener und entseelter Christen, Franzosen wie Griechen, Syrer und Armenier. Kein Wunder, denn vielfach lag noch Finsternis über der Erde und keiner wusste, wen er schonen und wen er treffen sollte. Wir werden nicht über das Ausmaß der Beute berichten. Aber was du dir auch vorstellst, du musst etwas dazu rechnen. Wir können die Zahl der abgeschlachteten Türken und Sarazenen nicht schätzen. Und es wäre sadistisch, über die neuen und vielfältigen Todesarten zu berichten. Der Autor der Gesta: Alle Straßen der Stadt lagen voller Toter. Man konnte es vor Gestank kaum aushalten. Wer in den Gassen laufen wollte, ging über Leichen. Den Kreuzfahrern bleibt wenig Zeit, um die Toten aus der Stadt zu entfernen. Das türkische Heer unter Kerbora ist bis Antiochia vorgerückt. Vier Tage später beginnt die Belagerung der Kreuzfahrer in Antiochia. Kerbora verfügt über frische Truppen. Die Kampfkraft der Kreuzfahrer nimmt ständig ab. Viele machen sich in der Nacht davon. In der Stadt waren zwar Gewürze, aber kaum Lebensmittel gefunden worden. Der Hunger wütet ärger als je zuvor. Albert von Aachen: Selbst steinhartes und faul gewordenes Leder machten sie in Wasser weich und verzehrten es. Ebenso aßen sie den frischen Kot und Mist des Viehs, den sie mit Pfeffer, Kümmel und anderen Spezereien zubereiteten. Raymond d'Aguillé: Man war immer noch hungrig, wenn man für 5 Soldi Brot gegessen hatte. Für die Reichen war es nicht unüblich oder schlimm, hohe Preise zu bezahlen. Die Preise waren also wegen der Sündhaftigkeit der Ritter so hoch. Der Autor der Gesta sieht neben der Unbarmherzigkeit der Reichen andere Gründe für den ausbleibenden Beistand Gottes und der Heiligen. Ihr befriedigt eure filzigen Lüste sowohl mit christlichen als auch mit heidnischen Frauen, dass es zum Himmel stinkt. Die Chronisten berichten aber auch von den Versuchen der Kreuzfahrer, ihren Gott wieder gnädig zu stimmen, durch Fasten und Beten, wobei Fasten keiner großen Bemühung bedurfte. Es gelingt den Türken, die Stadt völlig einzuschließen. Hunger und Krankheit lichten die Reihen der Fußsoldaten. Viele Ritter haben ihre Pferde aufgegessen und ihre Waffen verkauft. Nur ein Wunder kann noch helfen. Und eine Art Wunder geschieht tatsächlich. Ein armer Bauer namens Bartholomäus gräbt in der St. Peterskathedrale ein Stück Eisen aus und behauptet, es handele sich um einen Teil jener Lanze, mit der Jesus verwundet wurde. Das habe er, so bedeutet der Bauer, vom heiligen Andreas persönlich erfahren. Der päpstliche Legat, Ademar von Le Puy, zweifelt an der Echtheit der Reliquie und mancher glaubt, der schlaue Bauer habe das Eisen vorher vergraben. Die Masse der Pilger aber sieht in dem Fund das erwartete Wunder. Die Kreuzfahrer fassen wieder Mut. Sie stärken sich durch Gebete und beschließen, die Entscheidung zu suchen. Die Kreuzfahrer stellen sich in der Ebene von Antiochia zur Schlacht und gewinnen gegen die überlegenen Truppen der verbündeten Türken. Ein arabischer Chronist: Als die Christen herausgekommen waren, begannen sie die Schlacht. Die Muslims wandten sich sogleich zur Flucht, wegen der geringschätzigen Art, mit der Kerbora sie behandelt hatte.
Ein paar hundert Ritter auf abgemagerten Pferden und Eseln siegen gegen mehr als 10.000 Türken. Die mangelnde Einigkeit der türkischen Anführer ist ein Grund. Ein anderer ist psychologischer Natur. Für die Christen ging es um Sieg oder Tod. Die türkischen Emire und Soldaten waren nur ein paar Kilometer von ihren Frauen und Kindern entfernt. Für die Christen lag die Heimat am anderen Ende der Welt. Sie gewannen, weil sie nichts mehr zu verlieren hatten als Hunger und Verzweiflung und ihr Leben. Nach dem Abzug von Kerbora stellt sich die Frage, was wird mit Antiochia? Der legale Besitzer, Kaiser Alexios, war nicht zur Hilfe gekommen, weil er die Stadt verloren glaubte. Der byzantinische General Tatikios war noch vor der Eroberung abgereist. Die Fürsten streiten sich in der alten Kathedrale. Raymond erinnert an den Treueid gegenüber Alexios und will Bohemund die Stadt auf keinen Fall überlassen. Schließlich behält jeder, was er erobert hatte. Bohemund drei Viertel der Stadt, Raymond den Palast. Die unteren Ränge der Kreuzfahrer missbilligen den Streit um Besitz. Sie drohen, Antiochia zu zerstören, wenn der Aufbruch nach Jerusalem weiter verzögert würde. Die Anführer sind ratlos. Eine Seuche bringt Aufschub. Der päpstliche Legat, Ademar von Le Puy, stirbt und wird in der Kathedrale beerdigt. Die Anführer verlassen die Stadt und erholen sich in der Umgebung. Die Armen bleiben in der Stadt und sterben weiter. Es kommen Zweifel auf, ob die Anführer wirklich nach Jerusalem wollen. Nun hatten sie ein Jahr vor und in Antiochia verbracht und niemand schien an Aufbruch zu denken. Schließlich brach ein Teil des Heeres nach Jerusalem auf. Viele hatten das Festhalten der Anführer an Grund und Boden in Antiochia beklagt. Lasst uns den Marsch nach Jerusalem mit Jesus als Anführer wieder aufnehmen. Mögen die neuen Besitzer von Antiochia so bösartig sterben, wie es gerade die türkischen Besitzer taten. Das waren, so ein Chronist, die frommen Wünsche des Pilgervolkes. Raymond von Toulouse führt die Reisewilligen an. Direkt nach Jerusalem geht es noch immer nicht. Die nächste Station ist die Stadt Ma'arat in Syrien. Die Bewohner von Ma'arat wehren sich 14 Tage lang verzweifelt, bis eine Mauer einstürzt. Die Kreuzfahrer zeigen auch hier keine Gnade. Sie bringen alle um, die sie in der Stadt vorfinden. Raymonds Bericht enthält Kritik. Da die Beute sie enttäuschte, folterten sie die hilflosen Muslims zu Tode, damit sie ihre Verstecke preisgeben. Nun wurde der Hunger so groß, dass die Christen mit Genuss die Leichen der Sarazenen aßen. Dieses Schauspiel missbilligten ebenso viele Kreuzfahrer wie Fremde. Der Chronist gibt auch wieder, wie die Türken und Araber das Verhalten der Kreuzfahrer beschreiben. Dieses dumpfe und gnadenlose Geschlecht ließ sich ein Jahr lang vor Antiochia nicht von Hunger, Schwert und anderen Gefahren beeindrucken. Jetzt ernähren sie sich von Menschenfleisch. Wir fragen, wer kann ihnen widerstehen? Und der Chronist fährt fort. Die Ungläubigen verbreiten Geschichten über diese und andere Unmenschlichkeiten der Kreuzfahrer. Wir aber merkten nicht, dass Gott uns zum Instrument des Schreckens gemacht hatte. Wie man sieht, gab es durchaus Vorstellungen darüber, was menschlich ist und was nicht. In Ma'arat gab es wieder Streit um die Besitztitel an den Neuerwerbungen. Wegen der Verzögerungen zerstörten die Reisewilligen einfach die Stadt. Nun sind die Anführer gezwungen aufzubrechen. Bohemund kehrt nach Antiochia zurück und nimmt die Stadt in Besitz. Raymond zieht mit seinen Südfranzosen nach Arca und Tortosa. Auf dem Weg nach Tortosa werden die Städte Hama und Shaisar gegen Geld und Verpflegung geschont. Die fatimidische Besatzung von Tortosa macht sich davon. Aber der Weitermarsch nach Jerusalem verzögert sich erneut. Raymond von Toulouse hat sich auf die Eroberung des nahen Arca versteift.
Während der Belagerung von Akka stoßen auch die Truppen Gottfrieds wieder zum Kreuzzugsheer. Aus Kairo treffen Botschafter der Fatimiden ein und bieten erneut freien Zugang nach Jerusalem und die Versorgung der Pilger an. Erneut lehnen die Anführer einen Vertrag mit Kairo ab. Sie wollen Jerusalem erobern. Die Eroberung von Akka gelingt ihnen indessen nicht. Nach 3 Monaten Belagerung sind sie wieder unterwegs. Tripolis kauft sich für ein hohes Lösegeld frei. Am 19. Mai erreicht das Kreuzzugsheer die fatimidische Grenze am Hundefluss auf dem Weg nach Beirut. Am Grenzfluss haben die Fatimiden keine Truppen stationiert. Die Herrscher in Kairo hatten offensichtlich auf einen Vertrag mit den Kreuzfahrern gesetzt und es unterlassen, ein Heer zu mobilisieren. Der Statthalter von Beirut versorgt das Kreuzzugsheer, das weiter nach Sidon zieht. Die Besatzung von Sidon greift die Kreuzfahrer an, muss sich aber hinter die Mauern zurückziehen. Die Kreuzfahrer begnügen sich mit der Zerstörung der Obstgärten vor der Stadt. Längere Belagerungen können die Anführer dem Heer nicht mehr abverlangen. Jerusalem ist nicht mehr weit. Ohne weitere Kampfhandlungen erreicht das Heer die Stadt Ramla. Ramla ist die erste rein muslimische Stadt auf dem Weg des Kreuzzuges. Alle Einwohner haben die Stadt verlassen. Ein normannischer Priester wird zum lateinischen Bischof von Ramla ernannt. Griechisch-orthodoxe Christen, die Einwände erheben könnten, gibt es hier ja nicht. Ritter, Kleriker und Pilger sind in Jubelstimmung. Die heiligen Stätten sind nur noch eine Tagesreise entfernt. Am Abend des 7. Juni schlagen die Kreuzfahrer ihr Lager vor Jerusalem auf. In der Nacht ziehen viele Kreuzfahrer los, um sich Besitz in der Umgebung anzueignen. Der Chronist Raymond nennt die Gründe. Die Habgier nach Burgen und Landhäusern hat uns verrückt gemacht. Nach Albert von Aachen gab es auch frommere Taten. Laut erschallen Hymnen und Lobgesänge und alle weinen vor Freude. Sie hatten Jerusalem erreicht. Das Land, in dem Milch und Honig fließen, war ihnen von Predigern versprochen worden. Bisher hatten sie die meiste Zeit gehungert. Nur ein Bruchteil derjenigen, die aufgebrochen waren, sind noch dabei. Nun liegt der Ort der Verheißung vor den Überlebenden. Aber die heiligen Stätten liegen hinter riesigen Mauern. Der Statthalter der Fatimiden hat die Anweisung, die Stadt zu verteidigen. Der erste Angriff der Kreuzfahrer wird blutig zurückgeschlagen. Das Frohlocken verfliegt. Die Kreuzfahrer sehen sich gezwungen, Belagerungsmaschinen zu bauen. Dabei sind ihnen Schiffsleute aus Genua behilflich, die im nahen Jaffa gelandet waren, aber ihre Schiffe verloren hatten. Das Holz musste über große Entfernungen herantransportiert werden. Die Fatimiden hatten alles Brauchbare aus der Umgebung entfernt und alle Brunnen vergiftet. Wieder stellen sich Hunger und Durst ein. In der sommerlichen Hitze wird alles zur Qual. Der fatimidische Statthalter hatte die christliche Bevölkerung aus der Stadt gewiesen. Die Garnison ist mit Wasser und Lebensmitteln gut versorgt. Die Mauern halten den Steinschleudern der Kreuzfahrer stand. Die Verteidiger erwarten ein Entsatzheer aus Kairo und kämpfen daher erbittert. Technologisch sind die Muslims den Kreuzfahrern überlegen. Gegen die Belagerungstürme setzen sie ein Gemisch brennbarer Substanzen ein. Dieses sogenannte griechische Feuer ist nur schwer löschbar.
Wieder einmal ist die Lage der Kreuzfahrer verzweifelt. Die Mauern sind unüberwindbar und aus Ägypten droht das fatimidische Entsatzheer. Der Chronist Raymond beschreibt den Kampf um die einzige stadtnahe Quelle. Die Quelle von Siloam fließt nur jeden dritten Tag. Wenn er gekommen war, zwang der Durst viele, sich in die Quelle zu werfen. Die Starken schoben und stießen sich durch das Wasser, in dem tote Tiere lagen und Menschen kämpften. Die Schwachen standen hinten, ihre offenen Münder sprachlos wegen der trockenen Zungen. Mit ausgestreckten Händen baten sie die Glücklicheren um Wasser. 5 Goldstücke reichten nicht aus, um eine Tagesration Wasser zu kaufen. Im Lager gibt es Streit um die Besitzrechte an der noch nicht besetzten Stadt. Die Feudalherren wollen einen König, der Klerus lehnt ab. Die Entscheidung wird vertagt. Am 8. Juli ziehen alle gemeinsam um die Stadt. Nach der Prozession fordern Prediger zum Entscheidungskampf auf. Der Chronist Raymond: Als wir zum Ölberg kamen, predigten wir zum Volk, da wo Christus nach der Auferstehung zum Himmel aufstieg. Der Angriff erfolgt am 14. Juli. Raymond: Der Geist der Vergebung war über die Armee gekommen. Damit und mit reichlichen Gaben erlangten wir Gottes Gnade. Er war nun auf unserer Seite. Unser Unglück wurde zu Glück und alles ging gut. Am 15. Juli werden die Mauern überwunden. Der Widerstand der Verteidiger bricht zusammen. Der Augenzeuge Raymond: Bei dem Fall von Jerusalem und seinen Türmen konnte man wunderbare Werke sehen. Einige Heiden wurden gnädig enthauptet, andere mit Pfeilen von den Türmen geschossen. Andere wurden lange gequält und im Feuer verbrannt. Haufenweise lagen Hände und Füße in den Gassen. Der Chronist Albert von Aachen: Frauen, die in die Häuser und Paläste geflohen waren, durchbohrten sie mit dem Schwert. Kinder, noch saugend, rissen sie von der Brust der Mutter und warfen sie an die Wand. Kein Alter und kein Geschlecht der Heiden wurde verschont. Wer zuerst in ein Haus eindrang, wurde der Besitzer, mit allem Gerät und Getreide, Wein und Öl, Geld und Kleidern und allen Gütern. So wurden die Pilger Herren und Besitzer der ganzen Stadt. Der Autor der Gesta: Sie jagten und töteten die Sarazenen bis zum Tempel Salomons. Dort suchten diese Zuflucht und fochten erbittert gegen unsere Männer den ganzen Tag lang, sodass der ganze Tempel vom Blut schwamm. Als die Heiden besiegt waren, nahmen unsere Männer viele gefangen. Sie töteten, wen sie auswählten, und schonten, wen sie auswählten. Albert von Aachen: Tankred lief zum Tempel des Herrn. Er raffte aus dem Tempel mit Hilfe seiner Genossen eine unvergleichliche Menge von Gold und Silber zusammen. Nach islamischer Überlieferung ist Mohammed hier zum Himmel aufgefahren. Nun entweihen Kreuzfahrer das Heiligtum und präparieren es für ihren Kult. Sie verhalten sich nach dem Muster, das sie den Muslims vorwerfen. Die Prediger des Kreuzzuges hatten verkündet, die Grabeskirche sei auf barbarische Weise geschändet worden. Nun können die Kreuzfahrer in Jerusalem wahrnehmen, dass die Prediger gelogen hatten. Der Islam gebietet die Duldung der Christen und ihrer Kirchen in der Gemeinschaft. Die Kreuzfahrer sahen sich zu ähnlicher Toleranz nicht verpflichtet. Sie schänden das islamische Heiligtum. Die Konturen des christlichen weißen Herrenmenschen zeichnen sich ab. Papst Urban II. Hatte in Clermont verfügen lassen: Wer nur aus Frömmigkeit und nicht für Ehre oder Geld zur Befreiung der Kirche nach Jerusalem zieht, dem soll die Reise als vollständige Buße angerechnet werden. Die meisten Pilger haben demnach in Jerusalem ihr Anrecht auf Sündenvergebung verloren.
Was sich in den Gassen Jerusalems abspielt, ist nicht von Frömmigkeit bestimmt. Fulcher von Chartres. Sie schlitzten den toten Sarazenen die Leiber auf und holten aus ihren Eingeweiden die Goldstücke hervor, welche vorher die Lebenden gierig verschluckt hatten. Der Chronist Wilhelm von Tyros. Es war vereinbart worden, es solle jeder rechtlich behalten, was er sich nach der Erstürmung aneignen könne. Daher durchstreiften sie die Stadt mit besonderem Fleiß und betrieben die Hinmetzelung der Bürger noch eifriger. Bei der Inbesitznahme von Jerusalem wurden fast alle Juden und Muslims getötet, sicher mehr als 50.000 Menschen. In der zweiten Phase der Besitzergreifung Jerusalems wurden auch die Gefangenen getötet. Das Blutbad rief in der islamischen Welt Entsetzen hervor. In Europa löste die Einnahme der heiligen Stätten Begeisterung aus. Die vollständige Ausrottung der Bewohner Jerusalems wurde auch von einigen christlichen Chronisten bedauert. In Jerusalem ist die Freude ungetrübt. Die Sieger begeben sich nach der Neuordnung der Besitzverhältnisse zur Grabeskirche, die keineswegs geschändet ist. Raymond d'Aguillet. Nach dem Fall der Stadt war es der schönste Lohn, den Gottesdienst in der Grabeskirche zu erleben. Das Klatschen der Hände, die Freude, das Singen eines neuen Liedes zum Herrn. Ihre Seelen boten sich dem siegreichen und triumphierenden Gott mit Lobgebeten, die sie in Worten nicht ausdrücken konnten. Das Buch zur Serie Die Kreuzzüge, Krieg im Namen Gottes von Peter Milger ist im Buchhandel erhältlich oder kann dort bestellt werden.